Hallo, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video an diesem schönen Frühsommertag, dass man so sagen kann, aber heute ist bei uns in Österreich windig. Heute mache ich mal ein anderes Video, heute mache ich mal verkehrt rum. Ich werde jetzt meine Dressen, die ich gewaschen habe, aufhängen und dann erkläre ich euch etwas zu diesem Wäscheständer, der da vor uns steht und was man da beachten sollte, gerade bei so windigem Wetter. Bis gleich. So, jetzt habe ich die Wäschespinne aufgespannt. Es ist so, dass gerade bei den ganzen Garten Wäschetrocknern, die mit Luft getrocknet werden, gerade bei Wind, zu achten ist, dass diese gut gespannt sind, die Leinen, indem ich, wenn ich diese fertig gespannt habe, immer so einmal raufziehe, dass sich die Leinen gleichmäßig spannen und dass die einfach, wie ihr seht, gerade stehen und dass sich nicht irgendwo diese Plastikteile bei der Wäschespinne oder die Aluminiumteile verbiegen oder bei starkem Wind beschädigen. Das ist sehr wichtig. Wer die Möglichkeit hat, eine Wäschespinne im Garten aufzustellen, ist es natürlich eine super gute und günstige Art, die Wäsche schön und weich durch den Wind trocknen zu lassen. Aber jetzt werde ich die Wäsche aufhängen und dann erkläre ich euch, wie ich das am besten gemacht habe. Wie ihr seht, es ist immer gut, wenn man so einen Korb hat, der wasserdurchlässig ist und luftdurchlässig ist, gerade bei solchen Wäscheklammern. Ich benutze am liebsten die holzenen. Da ist es empfehlenswert, auf jeden Fall, wenn man diese benutzen möchte, dass man diese vorher in einen Topf mit kochendem Wasser reingibt und vorkocht, dass sie einmal und trocknen lasst auf einem Handtuch, in der Sonne am besten, dass sie keine braunen Flecken, Holzflecken auf der weißen Wäsche hinterlassen. Also das ist ein kleiner Tipp von mir, wer solche beabsichtigt zu nutzen. Ich finde die auf jeden Fall viel schöner und angenehmer zum Angreifen und auch bruchfester. Also vorher einmal im kochenden Wasser auskochen, dann in die Sonne auf ein altes Handtuch hinlegen, trocknen und dann natürlich steht dem schönen Wäsche aufhängen in der frischen Luft nichts mehr im Weg. Ich werde jetzt mal die Dressen aufhängen. Ich kann stolz sagen, dass meine Mannschaft gestern 14:2 gewonnen hat. Somit habe ich eine super gute, tolle Kindermannschaft, auf die ich sehr stolz bin und ganz gute Nachwuchsprofispieler, die bald dann in der oberen Liga hoffentlich spielen werden. Bis gleich! So, jetzt habe ich die Wäsche aufgehangen, um richtig zu sagen. Ich habe es immer so gehandhabt, dass immer die, wie ihr seht, die Unterwäsche, kleine Wäsche und Socken immer im unteren Bereich hängen, die Hosen im mittleren Bereich und die T-Shirts im oberen Bereich und ganz die großen Laken auf dem letzten. Es ist sehr gut, dass ich die Wäsche da eigentlich gut durchlüften kann und auch, dass die Wäschespinne sich, wenn der Wind richtig die Wäsche fast auch drehen kann. Ein kleiner Tipp ist es, wichtig ist es bei so Wäsche, wenn man wascht, immer diese Farbauffangtücher zu nutzen. In dem Fall habe ich das jetzt so, dass diese nicht ganz dunkel sind, somit kann man diese ein zweites Mal nutzen. Ich habe sie hier, wie man sieht, in so einem Wäschenetz drinnen und da ist es auf jeden Fall immer sicher und gut verstaut. Ihr werdet sie sehen, ja, gleich seht ihr dann das richtige Beladen einer Wäschespinne oder eines Gartenwäschetrockners, Wäscheschirms, wie man das nennt, ist immer wichtig, dass das richtig gleichmäßig beladen wird, dass ich diese auch dann sehr einfach drehen kann. Wie ihr seht hier, dreht sie die langsam und dann kann die Wäsche sich schön trocknen. So, jetzt, da ich euch erklärt habe, da ich das Wäschevideo von rückwärts aufgenommen habe, also
wir beginnen mit dem Wäscheaufhängen, werde ich euch in dem nächsten Video, in dem nächsten Teil eigentlich zeigen. Ich habe es in meiner Professional Electrolux gewaschen. Diese weißen T-Shirts wasche ich von den Kindern immer mit den Universalwaschmittel, wo eine Bleiche drinnen dabei ist und dass das automatisch desinfiziert ist und auch die Socken und alles und auf 60 Grad, da es natürlich Kinder tragen, dass es natürlich auf jeden Fall sauber, gut riechend ist und desinfiziert. In diese Funktionswäsche, sprich Kunststofffasern, habe ich euch letztens erklärt, gebe ich keinen Weichspüler rein. Falls jemand das doch gerne machen möchte, ist auch, passiert auch nichts. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall nicht die Faser nicht kaputt werden, aber ich gebe sie nicht rein, weil natürlich es ist so, diese ganze Kunststofffaser soll auch gut den Schweiß und den beim Spielen wieder schnell trocknen und gerade bei einem Kunststoff, der dann sich da vollklebt mit den Weichspüler, ist es dann nicht gut, dass sich dann die Faser verbicken und der nicht gut Luft durchlässt und die Spieler dann natürlich mehr schwitzen oder das natürlich nicht gut schnell trocknet bei einem Spiel. So, das waren meine kleinen Tipps und Tricks. Wer möchte, kann sich so einen ergonomischen, den erkläre ich, den zeige ich immer wieder gerne, den liebe ich, der ist super ergonomisch, man muss sich nicht bücken und der ist wirklich toll. Also den kann ich nur empfehlen. Und bei den Wäscheschirmen natürlich, da sage ich auch, da gibt es von den No-Name-Herstellern bis dann zu den großen von Lifehide, Juwel, Artwega und da kann man wirklich sagen, es ist wirklich empfehlenswert, sich, wenn man längere Zeit so etwas haben möchte oder Freude damit haben möchte oder dass es auch mal bei Wind etwas aushaltet, empfehle ich da ein bisschen mehr zu investieren. So, jetzt dann zum Wäschevideo und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald. Ich wünsche euch einen angenehmen Sonntag heute. Wir in Österreich haben heute Vatertag. Ich werde später mit meinen Kindern grillen und ein bisschen Spaß haben. Wie ihr seht, bei uns ist super schönes Wetter heute. Ein bisschen windig, aber das ist auch gut. Alles Gute euch allen und hoffe, bis bald. Ciao, ciao.